Hallo Leute, Motortuning, Zweitaktscooter, Roller oder wie auch immer man dieses Teil nennen will. Heute geht es einfach darum, einen handelsüblichen, wie ihr da seht, handelsüblichen Roller auch mit diesem Knallgas zu beaufschlagen, weil viele sind einfach der Meinung, das wird mit meinem Pocketmotor, den ihr bis jetzt gesehen habt, ein bisschen langweilig. Und manche glauben auch gar nicht mehr, dass das so richtig funktioniert. Deswegen mache ich mir die Arbeit und habe jetzt einen Roller zerlegt. Das ist ein 50 Kubik ganz normaler Baumarktroller. Die Gasanlage ist schon angeschlossen. Ihr könnt es da sehen. Ganz stinknormaler Roller. So, und dann habe ich, damit wir das auch alles überprüfen können, habe ich wieder meinen Drehzahlmesser hergemacht. Und im Grunde wird dann Folgendes passieren, wenn ich den Motor gestartet habe. Ich drehe dann schön langsam das Knallgas auf und anhand der Drehzahl wird man dann sehen, dass diese entsprechend auch steigt und entsprechend dieses Rad, sobald die Fliehkraftkupplung schaltet, wird dieses Rad sich anfangen zu drehen. Desto mehr Gas ich dazugebe, desto höher wird dann die Drehzahl werden. Ich starte dann einmal den Motor und dann schauen wir, was passiert. So, ich habe jetzt den Motor gestartet. Wie ihr hört, ist es jetzt ein bisschen lauter. Im Grunde ist es das gleiche, was ihr vorher gesehen habt. Und jetzt sieht man, das Ganze braucht jetzt ein bisschen, bis er sich einpendelt. Der ist jetzt eigentlich noch kalt, ich hätte ihn vorher ein bisschen warm laufen lassen sollen. So, das sieht man jetzt. Und jetzt fange ich an und drehe das da schon langsam hoch. Wie ihr hört, kann man schon ein bisschen am Ton was hören, dass sich was tut. Die Fliehkraftkupplung, die kommt schon, man sieht es am Rad. Und jetzt drehe ich das Gas schön langsam hoch. Schauen wir mal, bis wohin das Ganze überhaupt geht. Ich drehe nicht am Gas, ich mache gar nichts. Ihr könnt das da verfolgen, ich tue gar nichts. Ich habe nur einfach das Gas dazu getan. Und da sieht man, die Drehzahl ist bei gleicher Leerlaufstellung vom Motor auf 4200 hochgegangen. Das machen wir es noch ein bisschen höher. Jetzt haben wir 4,5, 4,620, und jetzt gehe ich her und ziehe die Bremse, schauen wir mal, wie er unter Belastung was tut. Jetzt ziehe ich die Bremse, das Rad steht und er hat immer noch 4000 Umdrehungen und geht gleich hoch. Jetzt nehme ich das Gas leicht zurück. Das Knallgas nehme ich leicht zurück. Und ihr seht, der Motor, der pendelt sich wieder ein, geht auf Leerlaufstellung zurück. So, Kupplung ist aus, Rad dreht sich nicht mehr. Die Drehzahl, die hat sich jetzt irgendwo bei 2200, geht aber noch weiter runter. Läuft immer noch ein bisschen nach wegen dem Knallgas. Und ihr seht, dass das funktioniert einwandfrei. Also ich drehe noch einmal kurz das Gas auf, damit ihr seht, das ist kein Zufallsprodukt. Gas schön langsam aufdrehen. Und man hört ja schon den Motor und das Rad läuft auch schon an. Das Gas wieder aus, Rad steht und wie ihr seht, ich habe da nichts gemacht, nichts getan.
Der Roller ist nach wie vor im Leerlauf. Das hat sich alles eingependelt und ihr könnt es eindeutig sehen, dass das Knallgas tatsächlich den Motor beschleunigt und entsprechend auch mehr Leistung erbringt. Nun, ich habe den Roller aufgehalten. Wie ihr seht, tut sich gar nichts mehr, es ist auch kein Krach mehr da. Der Drehzahlmesser, der steht, Rad dreht sich auch nicht, also alles in bester Ordnung. Von daher könnt ihr euch jetzt selber überzeugen, dass das nicht nur ein Zufallsprodukt ist, sondern tatsächlich, wenn das Knallgas in dosierten Mengen dem Motor zugegeben wird, entsprechend mehr Leistung passiert und die man dann auch entsprechend nutzen kann. Ich hoffe, das Video hat gefallen, hat auch die restlichen Skeptiker überzeugt. Von daher sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, tschüss.